Herzlich willkommen zu einem Shop-Video. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen und in der Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Wir stehen auch ganz, ganz kurz vor den 900 Abonnenten und ihr verpasst auch keine weiteren Videos mehr. Ihr könnt natürlich gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen, würde mich natürlich ebenso freuen. Und schaut auch gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung und lasst natürlich dort auch ein Follow da. Dann verpasst ihr nämlich auch keine Streams mehr. Heute werden wir dort zum Beispiel die FNCS offene Qualifikation spielen, beziehungsweise den zweiten Tag davon. Also wenn ihr es wie gesagt nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Follow da. Schreibt mir aber auch gerne weitere Videovorschläge in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren, oder Videowünsche, weil zurzeit ein bisschen wenig Content ist und würde mich auf jeden Fall freuen, denn ansonsten kommen einfach keine Videos. Also wenn ihr was habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item Shop an und heute haben wir keine Major Laser Skins mehr, allerdings haben wir hier die ganzen Star Wars Skins. Ich glaube, der 4. Mai ist irgendein besonderer Tag in Star Wars. Ich kenne mich da aber nicht ganz so gut aus. Oder wahrscheinlich ist es irgendein Jubiläumstag oder so. Und hier haben wir auf jeden Fall einmal den TIE-Jäger der ersten Ordnung und den Y-Flügler im Sternenjäger-Set. Dann haben wir als nächstes das Ordnung- und Friedens-Set mit dem Schlagstock. Dann Rays Kampfstab. Und dann als nächstes noch die Vibro-Sense. Dann als nächstes haben wir den Kylo Ren Skin mit dem Umhang hier nochmal, wo man die Kapuze auf- und abnehmen kann. Ich glaube, geht allerdings nur bei diesem Skin. Das heißt, man kann nicht die Kapuze einfach bei anderen Skins abnehmen, was eigentlich etwas schade ist. Dazu gibt es dann die Vibro Sensor, hatten wir uns ja schon angeschaut, und dann die dunkle Seite als Emote. Für 200 V-Bucks auch vollkommen in Ordnung. Dann haben wir den Rey Skin als nächstes mit Rays Kampfstab natürlich. Dann den Sith Trooper mit dem Schlagstock. Als nächstes haben wir dann Widerstand Daumen hoch als Emote, auch für 200 V-Bucks. Dann den Y-Flügler einzeln. Dann haben wir noch den Verräter Emote für 300 V-Bucks, auch vollkommen in Ordnung. Und dann noch den Tiger der ersten Ordnung. Dann haben wir natürlich noch im normalen Shop einmal den Astra Skin in der Standard- und in der Sternvariante. Dazu dann die Sternbildlackierung. Als nächstes haben wir dann hier die ganzen Banner Skins. Dort haben wir einmal die markierte Marodeurin, dann die Mustersoldatin, dann die Banner Trooperin. Als nächstes haben wir dann Feldwebelfarbe, dann den Musteraufmischer, dann Leutnant Logo, als nächstes dann noch den Symbolsoldat und Signaturschütze. Und hier kann man eben halt immer die ganzen Elemente, die hier jetzt bei mir lila sind, die kann man dann eben halt verändern. Also zum Beispiel hier das Oberteil und dann die Cappy. Dazu gibt es dann natürlich auch noch ein paar weitere Sachen, unter anderem den Banner-Umhang, ist auch auf jeden Fall ganz nice. Dann die Wappenhacke, den Banner-Gleiter dann noch und dann das Banner-Schild. Auch auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Vor allen Dingen dafür, dass es alles oder fast alles grüne Items sind, bis auf das Banner-Schild. Aber das Banner-Schild ist jetzt auch nicht so teuer. Dann haben wir noch die Banner-Lackierung. Die ist tatsächlich neu. Etwas schade allerdings, dass bei der Skala die Lackierung nicht ganz rüber geht, weil die restliche Farbe dann irgendwie nicht ganz so dazu passt. Aber bei anderen Sachen sieht das teilweise ein bisschen besser aus. Aber das Problem ist eben halt, dass so die ganzen Symbole eben halt nicht so wirklich gut drauf passen. Deshalb, ja, man kann zwar die Farbe individuell anpassen, aber irgendwie sieht es trotzdem nicht so wirklich gut aus. Dann haben wir als nächstes noch den Banner tragen im Rot. Hier kann man eben halt auch wieder das Banner ändern, wie bei allen anderen Sachen eben halt auch. Als nächstes haben wir dann den taktischen Spaten, war glaube ich relativ lange tatsächlich nicht mehr im Shop. Dann haben wir auf jeden Fall als nächstes den Tanzspagat im Rot. Dann haben wir noch den Boxenstop-Skin und als letztes Oberpeinlich. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.